ihr Lieben, ja, ich möchte heute mal so ein bisschen probieren mit dem Warbler, so ein bisschen rumprobieren. Ich habe ja euch gezeigt, dass ich hier diese Testteile mir quasi bestellt habe. Und ich dachte mir, ich möchte so einen Kopfschmuck mir basteln. Ich habe mir hier noch so ein paar andere Utensilien beiseite gelegt, die ich hier vielleicht verwenden möchte. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht benutze ich dieses Drachenauge noch. Mal schauen. Ich habe mir hier auch ein bisschen Moosgummi schon zurechtgelegt. Ich hatte gestern hier ein bisschen gesessen und überlegt, was könntest du machen. Ich weiß halt, ich möchte gerne hier unten meine Mundpartie zu haben, weil ich hasse meine schiefen Zähne. Und wenn man schon mal in die Rolle eines anderen schlüpfen kann, dachte ich mir, dann mache ich mir doch eine Maske, die hier unten irgendwie so lang geht. Und ja, ich habe keine Idee für einen Ansatz, wie ich mit der Sache anfange. Also ich hatte irgendwie im Kopf, ich möchte gerne das schwarze Warbler jetzt als erstes ausprobieren. Ich hatte in anderen Videos gesehen, dass manche mit Moosgummi etwas machen, um Sachen ein bisschen dicker zu machen. Allerdings haben die natürlich viel mehr Warbler als ich zur Verfügung. Also wenn ich das jetzt mal so vor mein Gesicht halte, dann wird das gerade so reichen für eine Maske, die ich eben bis hier machen kann. Und es wird, also ich werde es dann wahrscheinlich einmal teilen, so dachte ich mir das jetzt. Und da wird nicht genug Material da sein, dass ich dazwischen das Moosgummi packe und dann eben, also man nimmt das Warbler dann doppelt, wenn man das Moosgummi dazwischen macht. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich könnte natürlich auf einer Seite das eine Warbler benutzen, auf der anderen Seite das andere. Vielleicht kombiniere ich das auch einfach. Das hier glaube ich nicht, weil ich glaube, das hat echt, das hat ja so viel Struktur. Ich denke mal, das wird für was Stabileres funktionieren. Durchsichtig wäre doof, weil man sieht man das Grau ja wieder durch. Und ja, bei dem Weißen hier halt auch und ja, hier auch. Deswegen fallen die jetzt erstmal für mich raus. Aber die beiden hier, das wird wahrscheinlich eins der Materialien sein, die ich am Ende benutze. Deswegen sind die beiden auch interessant für mich. Und ich habe halt gestern schon mal so ein bisschen überlegt, so was für einen Ansatz, wie könnte ich anfangen. Und dann hatte ich erst so gedacht, ich könnte mit Draht hier mein Gesicht so nachformen, dass ich... ja, so einmal, achso, das ist falsch rum. Ja, dass man das so einmal macht, aber theoretisch ist das Quatsch, weil ich kann das Warbler ja aufwärmen und direkt an meinem Gesicht anpassen. Das Problem ist aber, dass ich in Videos gesehen habe, dass man, wenn es heiß ist, schon vorsichtig damit sein sollte, auch mit Hautkontakt, weil das eben auch klebrig ist dann. Und es könnte dann eben an der Haut oder beziehungsweise an den Haaren der Haut kleben bleiben. Und das tut natürlich weh, wenn man das dann abmacht. Und einen kleinen Moment müsste man es ja halten, um es eben in der Position zu behalten. Deswegen habe ich mir hier Frischhaltefolie zurechtgelegt und habe mir gedacht, ja, ich könnte dann natürlich so Partien von meinem Gesicht, also dann vielleicht hier dieses Stückchen mal oder eben dieses Stückchen mal, mir zurecht machen und mir daraus dann eben ein nächstes Mal, ich könnte mir theoretisch auch ein Schnittmuster, eine Schablone machen. Dazu müsste ich aber Frischhaltefolie hier und hier drum machen oder beziehungsweise so um den Kopf wickeln und dann mit Klebeband das Ganze nochmal umkleben. Und das Klebeband schneidet man dann eben auf und hat dann eben ja, quasi seine Form. Ja, wenn ich mir Mund und Nase zuklebe, ist das überhaupt nicht mehr lustig, logischerweise. Und deswegen ist das eine doofe Idee. Dann müsste ich die Maske entweder, also in die das Schnittteil quasi in zwei Teile teilen, dass ich einmal nur die Nase zumache, dass der Mund aufbleibt zum Atmen und dann einmal den Mund, damit die Nase frei bleibt. Also ich bin da echt gerade noch so ein bisschen ratlos. Also ich weiß gerade nicht, wie ich das mache. Ich könnte natürlich auch eine Maske machen, die nur hier quasi lang geht. Dann würde meine Nase ja die ganze Zeit offen bleiben. Puh, ja. Aber ich glaube, alleine das zu machen ist auch schwierig, weil die Frischhaltefolie drumwickeln kann ich mir noch vorstellen.
Zur Not das Klebeband auch noch, obwohl das wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger alleine wird. Aber wenn es dann darum geht, das Teil hinten wieder aufzuschneiden, das ist ja ziemlich eng am Kopf dran. Und dann habe ich Angst, dass ich mir hier hinten meine Haare abschneide, weil ich ja mit der Schere hier dann dazwischen müsste und die Frischhaltefolie und das Klebeband eben abschneiden müsste. Und ich habe ein bisschen Muffe, das alleine zu machen, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal verworfen. Ich werde dann meinen Mann fragen, ob der mir dabei mal hilft. Und das werde ich aber sehr wahrscheinlich dann auch filmen. Dann werde ich mir so eine Maske für meinen unteren Gesichtsteil erstellen. Also zumindest für diesen Teil hier. Und werde mal ausprobieren, wie das für mich funktioniert. Das möchte ich aber mit ihm zusammen machen. Und ja, es ist Sonntag, es ist schon spät. Und heute ist übrigens der 13. Einfach mal zum ein bisschen zum Mit. Schneiden, sage ich jetzt mal, weil ich hatte ja beim ersten Mal, als ich euch den Einkauf gezeigt habe, gesagt, das war der 11. Und ja, heute ist der 13. Sonntag und ja, jetzt werde ich mal sehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir vielleicht hier so ein Armband mache, weil ich denke, das ist relativ einfach zu machen. Und ja, das Warbler sollte dafür auch locker reichen, um mir so ein Armband zu erstellen. Ich muss es ja auch nicht so breit machen, reicht auch schmal. Dann könnte ich es vielleicht sogar auch doppelt machen und mir hier so ein bisschen, was weiß ich, so ein Dreieck oder irgendwas noch dazwischen machen. Vielleicht mache ich es mir aber auch mit diesem Drachenauge, habe ich mir so überlegt. Und packt das so dazu. Das Problem ist, mein ganzes anderes Kostüm ist eigentlich grün. Deswegen werde ich gleich noch mal kurz einen Break hier machen und werde mal gucken, ob ich nicht noch so ein grünes Auge habe. Eigentlich finde ich das hier voll geil mit dem Lila und dem Blau. Aber weil der Rest fast alles grün ist, dann würde das schon sehr hervorstechen. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ich werde gleich nochmal gucken, wo ich meine anderen Drachenaugen gelassen habe und werde mal suchen, ob ich da nicht ein grünes dabei habe. Das werde ich gerade mal machen und ja, dann komme ich gleich zurück. Ja, wie kann es anders sein? Die Drachenaugen sind spurlos verschwunden. Keine Ahnung, wie sie sind. Ich habe ganz viele Ecken abgesucht in meinem Regal, meine Kisten, wo es eigentlich drin sein müsste, nicht da. Ja. Ist jetzt so, ich habe mir aber einiges anderes Krams hervorgekramt. Einmal hier solche Schachteln mit ganz vielen verschiedenen Steinen, Glitzersteinen, die habe ich mal vom Action geholt und da wird garantiert irgendwas dabei sein, was ich da noch mit rein verzieren kann. Da werde ich dann einfach noch ein bisschen Grün oder so mit reinbringen. Mal gucken. Dann habe ich hier ein paar Verbinder. Verschiedene gefunden, die habe ich mir auch vorgekramt und ja, vielleicht kann ich die auch noch irgendwie mit einarbeiten. Das schaue ich mal. Ja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt noch so ein paar Sachen liegen, die ich noch benutzen kann und die sind hier alle von Doreen Beats. Und dann habe ich hier noch meine Tüte mit allen möglichen Silberkrams. Da muss ich mal schauen. Ob ich davon irgendwas verwende. Das ist hier eigentlich alles so Horrorkram. Das sind Ohrringteile. Hier sind Spinnen, Totenköpfe, hier sind Herzen. Und ja, ich glaube, hier ist jetzt nicht wirklich was dabei. Dann sind hier noch ein paar Ketten und so. Also, ich glaube, hier ist jetzt nicht wirklich was drin. Ich hatte die jetzt einfach nochmal mit hierher gekramt, die Tüte. Aber ich habe hier noch ein paar andere Cabochons. Und zwar welche gefunden mit, na, kommt immer auf, mit so grünen und ja, verschiedene Farben, aber eben auch grün dabei, wo diese Bäumchen hier, könnt ihr das jetzt am besten sehen, so, ja, also seht ihr, das schimmert auch so in verschiedenen Farben und da sind immer so Bäume drin und hier ist auch mit lila und das könnte ganz gut dann funktionieren als Verbindung sozusagen zu dem. Ja, ich hatte euch noch gar nichts erzählt und noch gar nichts gezeigt. Also ich hatte schon gesagt, dass ich mit dem Kostüm sozusagen schon ein bisschen angefangen hatte. Und ich hatte, glaube ich, auch erzählt, dass es ein Elfenkostüm erstmal wird, weil
ja, ich mir das am einfachsten vorstelle zum Nähen und Machen. Und ich habe halt mit meinem Kostüm schon angefangen. Und da ist eben alles grün und Türkis, Petrol, so ein bisschen so meine Farben halt eben. Und deswegen wollte ich gern so ein bisschen in dem Grün bleiben, damit ihr das überhaupt nachvollzieht, warum ich jetzt mit dem Grün. Und ihr habt ja auch gesehen, ich hatte hier mir auch die grüne Farbe und das Gold eben bestellt zum Anmalen später. Ja. So, aber anfangen werde ich jetzt, indem ich mir hier tatsächlich, glaube ich, so eine Schablone irgendwie sowas mache. Und dafür brauche ich dann als erstes meine Frischhaltefolie und ich komme sofort. Klebeband. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme so ein richtig dickes, fettes Panzertape. Da kann dann nämlich nichts mehr passieren. Und eine Schere wäre nicht schlecht. Wobei ich glaube, eine Bastelschere wäre hier besser. Aber ich glaube, ich möchte nicht die teure Stamping-Up-Schere dafür benutzen, sondern werde hier in meiner Kiste rumkramen, wo meine ganzen Werkzeuge drin sind. Ich werde mal suchen, wo ich meine Bastelschere vom Action habe. Die kleine. Die ist hier, da unten ist sie. Ich kann sagen, die ist auf jeden Fall hier drin. So. Ja, die werde ich dafür, glaube ich, benutzen, weil mit der großen werde ich mich vielleicht verletzen. Mit der kleinen habe ich da, glaube ich, bessere Chancen. So. Und dann fange ich an und mache das jetzt direkt einfach über den ganzen Arm, weil ja, vielleicht mache ich es auch so ein bisschen über die Hand. Das finde ich gar nicht so schlecht, die Idee, wie das gerade gefallen ist. So über die halbe Hand. Und dann nehme ich halt eben erstmal hier diese Frischhaltefolie. Schwupp, ich glaube, das reicht dann aber auch schon so. Zack. Und wickel mir das so relativ fest. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten mit einer Hand hinkriege. Ich werde das hier so relativ fest drumherum wickeln. So. Gleich klebt die ganze Frischhaltefolie aneinander und an mir klebt noch gar nichts. Das wäre auch so typisch. Und ich habe mich jetzt natürlich auch für meinen rechten Arm entschieden, dass da diese Schiene sein soll. Und ob ich das nachher mit der linken Hand hinkriege, mit dem Schneiden, das weiß ich noch nicht. Zur Not renne ich runter und frage meinen Mann, ob er mir das gerade mal schneidet. So, also ich möchte das schon so über die halbe Hand haben, weil sowas finde ich eigentlich immer auch bei Pullovern und so ganz schön, wenn das so über die Hand noch geht. Und muss dann mal hier das irgendwie so ein bisschen ablegen, damit das hier ein bisschen fest wird. Bitte nicht zu doll aneinander kleben. Ich möchte das ja gar nicht so breit haben, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es dann nicht so weit runter geht. Vielleicht hätte man auch gar nicht so viel Klebeband gebraucht, aber so sitzt es dann auch ein bisschen locker. So, muss mal gucken. Ja, ich muss ja auch noch Bewegungsfreiheit haben, also so sollte es schon sein. Und dann suche ich mir hier den Anfang. Und dann fange ich mal hier irgendwo jetzt einfach mittendrin an. Und klebe das fest, allerdings nicht zu fest. Wie gesagt, erstens muss ich ja später noch wieder rauskommen und ich möchte ja auch noch ein bisschen Spiel haben. Jetzt arbeite ich mich hier erstmal nach oben, um mich dann wieder nach unten zu arbeiten. So. Ah, jetzt so geht es aber nicht über die Hand. Das wird jetzt hier aber nichts. Ups. Okay, das war schon mal Fail. Gucken, ob ich das Klebeband da unten wieder auseinanderkriege. Ja, also wie gesagt, ich versuche das ja hier jetzt auch zum ersten Mal. Deswegen. Panzertape ist ja immer das Schöne, es klebt ja wie Wulle, aber wenn das hier am Rand eingeschnitten ist, so, dann kann man es einfach so zerreißen. So, und hier kriege ich es auch wieder auseinander, das ist gut. Ich kriege es hier nochmal ab, ja. Funktioniert auch, aber es klebt jetzt natürlich hier die Folie dran. Also das kann ich jetzt auf jeden Fall weghauen. Naja, habe ich wenigstens die Folie noch ein bisschen gerettet. Okay, ich probiere das nochmal. Also das muss auf jeden Fall viel höher in die Hand rein. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, das so ein bisschen festzuhalten. So, ich glaube, so wird das schon eher was. Und dann brauche ich ja nur bis hier kleben. Wahrscheinlich wird es auch besser sein, wenn ich dort direkt anfange.
So. Ja. Ich glaube, das ist viel besser. Und jetzt eben darauf achten, nicht zu fest, nicht zu locker. Jawohl. Ja. Ja, so wird es schon eher was. Da ist das Klebeband dann auch unten zu Ende. Die Folie meine ich. So, ich wickel, glaube ich, noch hier einmal rum. So, das sollte aber reichen auf jeden Fall. Gucken, wie das hier noch ein bisschen. So. So sieht es doch, glaube ich, ganz gut aus. So, das hier, das funktioniert schon mal. Und ich habe eben schon gemerkt, dass das Panzertape sich nicht wirklich mit der kleinen Schere schneiden lässt. Deswegen muss ich gleich mal gucken, ob ich das jetzt hier hinbekomme oder nicht. Und es ist doch trotzdem noch sehr eng geworden. Seht ihr das hier? Da kann ich mich kaum bewegen. Mal gucken, ob ich jetzt da dazwischen komme, ohne mich zu pieken. Ja, also für Kinder auf gar keinen Fall nachmachen, bitte. Macht das bitte mit irgendwelchen Erwachsenen, weil erstens könnt ihr euch hier die Hand echt schnell abquetschen. Und beim Wiederaufschneiden könnt ihr euch wehtun. Also macht es am besten, egal ob groß oder klein, macht es am besten mit Hilfe. So, jetzt geht es nicht anders. Dann muss ich mal mit der großen weitermachen. Das geht dann auch besser, jawohl. Ja, das ist doch ein bisschen abenteuerlich. Achso, jetzt habe ich hier schon mal mehr Platz und jetzt werde ich das noch mal ein bisschen in Form bringen. Jetzt kann ich mir das einfach noch mal hier anlegen. Und jetzt kann es ja ruhig ein bisschen locker sein. Das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich mache die Hand mal auseinander. Und ich glaube, ich werde mir das jetzt hier einmal aufzeichnen. Ich muss mal gucken, mit welchem Stift ich das am besten mache. Ja, jetzt am besten so ein weißer Lackstift. Den habe ich aber unten. Den habe ich nicht hier. Wartet mal kurz. Ich schaue gerade. Ja, schwarz werde ich jetzt nicht sehen. Upsi. Das weiß, das ist ja eigentlich nur zum Löschen quasi. Das ist ja eigentlich nur ein Löschstift. Das ist ja gar kein Weiß. Hey, das kommt doch von, wenn man 10 Millionen Sachen hat. Aber das, was man braucht, das hat man immer irgendwie gerade nicht. Ich habe hier eigentlich auch Lackstifte, aber ich glaube nicht, dass man die da drauf sieht. Habe ich noch einen helleren vielleicht? Gold könnte man vielleicht ganz gut sehen. Probieren wir mal. So, und dann nehme ich jetzt hier das Ding und mache meine Hand schön weit auf. Leg mir das aber trotzdem hier dran. So. Dass es relativ eng sitzt und dann male ich jetzt hier mal einmal so dran lang, obwohl dann geht es ja wirklich nur bis dahin. Eigentlich wäre es schlauer, wenn es noch ein bisschen weiter nach unten geht. Ja, aber das geht auf jeden Fall ganz gut mit dem Draufmalen. Und hier nehme ich dann aber die größere Linie, also die das größere Stück sozusagen. So. Zack, Stift einmal wieder zu. Papierchen. So. Ja, und hier nehme ich dann diese Linie statt die obere. Kann man das wieder abwischen? Nee, kann man nicht. Ja, doch ein bisschen. Ja, nicht so richtig. Okay. Ja, und dann schneide ich mir das hier quasi jetzt zurecht. So.
Folie kann ja auch ab. Eine gerade Kante oder relativ gerade Kante. So, und jetzt habe ich hier theoretisch mein Schnittmuster, meine Schablone, wie das Ganze dann nachher sein soll. Und jetzt muss ich mal gucken. So, und da sehen wir schon, mein Warbler ist schon dafür zu klein. Das wird schon nicht funktionieren. Ich werde es hier gerade auch nochmal drauflegen. Ach ja, wegen dem Daumen ist das hier ein bisschen größer. Ja, es ist schon zu klein. Es ist schon. Ja, da muss ich es halt einfach, dass es nicht so lang ist, muss ich es halt eben kürzen auf die Länge, wie es geht. Ach, hier fehlt aber irgendwie nur so ein Stück, ne? Ist auch ärgerlich. Ja, wenn ich es jetzt so, dann ist es nämlich nicht mehr gerade. So, ja, wie gesagt, mein Mann hat mich gerade unterbrochen. Ja, das war ja jetzt hier zu klein. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach so ein Stück abnehmen. Keine Ahnung, vielleicht so. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Das war ja gar nicht so viel gerade. Und dann schneide ich unten einmal gerade dran lang. So, weg damit. Ja, und jetzt passt das aber auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es passt halt nur einfach, also nicht doppelt. Das heißt, ich kann da dann nichts mit Moosgummi dazwischen machen oder ich müsste halt das dazu nehmen. Das kann ich mir jetzt überlegen. So, dann kann ich jetzt dieses Teil hier quasi auf das Warbler übertragen. Ich weiß auch gar nicht, mit was für einem Material ich das am besten mache. Also das ist diese Klebeseite, die später klebt, die nach innen quasi kommt. Und diese Seite will ich außen haben, deswegen lege ich das jetzt natürlich so rum, wie es dann auch später sein soll, hier drauf. Jawohl, das geht mit Bleistift. Und zeichne mir hier so in etwa das einmal drauf. Zack. Mal gucken, hier geht das ja höher. So. Ja, das ist jetzt quasi mein Teil. Was ich mir jetzt einmal ausschneide. Ja, ich habe auch gelernt, bei dem gerade bei dem Bullet Journal hat es mir das sehr aufgefallen. Manchmal muss man sich einfach trauen anzufangen und es bringt gar nichts, manchmal stundenlang auf irgendwas drauf zu gucken und zu überlegen und zu überlegen. Am Ende, ja, irgendwann muss man ja mal anfangen. So, die Reste schmeiße ich natürlich nicht weg. Die kann man natürlich auch aufwärmen, ein bisschen klein schneiden und daraus dann eben noch Sachen quasi gießen. Also kommt das an die Seite. Oder ich werde es auch später noch verwenden, um hier zum Beispiel drumherum was drumherum zu machen. Da werde ich das erhitzen und so rollen. Und dann kommt das eben da drumherum, weil es sieht ja doof aus, wenn das da einfach nur so drauf hängt. Ja, und jetzt muss ich mir quasi das Teil erstmal in meine Form bringen und dazu mache ich mir das Warbler warm. Und ein Tipp, Warbler bleibt nicht am Backpapier kleben, deswegen werde ich mir jetzt Backpapier einmal kurz besorgen, hier hinlegen und da drauf dann meinen Warbler warm machen. So, hier habe ich mein Backpapier und dann werde ich das hier gar nicht so weit weglegen, weil das werde ich mir dann später drauflegen auf die Haut und darauf dann das Warbler, dann habe ich nicht das Problem, dass ich mich verbrenne, das hoffe ich zumindest. So, ja, und dann geht es ans Krach machen mit dem Föhn und ich habe auch keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, bis das wirklich warm und weich genug ist, bis das gut formbar ist. Schauen wir mal. Zwischendurch mal ein bisschen bewegen, um mal zu gucken. Naja, fühlt sich noch nicht mehr verändert an. Ja.
Hier ist es jetzt schon sehr weich. Okay. Da seht ihr schon, wie das so nachgibt auch. Und es ist natürlich, ja, es ist schon ganz schön warm. Aber es klebt jetzt auch nicht so sehr. Also, ja, schauen wir mal. Fühlt sich echt interessant an. Ich weiß auch nicht, wie weich ich das Ganze jetzt machen muss hier. Ich drehe es jetzt auch einmal mal kurz um. Von beiden Seiten ein bisschen. So, ich werde es jetzt einfach schon mal probieren und meine Schablone hier nochmal drauflegen. Das Teil hier drauf. Ach, witzig, das ist jetzt größer geworden. Guckt mal, jetzt ist es wieder fast genauso groß, wie es am Anfang war. Ja, so, und jetzt werde ich mir das hier so zusammendrücken. Ja gut, ich habe jetzt hier natürlich die Struktur von dem unteren. Also wenn man das ganz glatt haben möchte, dann sollte man gucken, dass man auch eine ganz glatte Form unten drunter hat. Und für mich ist das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So, das möchte ich mal hier oben ein bisschen spreizen. Unten kann es ein bisschen enger. Rüberdrehen. So, weil ich muss ja später den Daumen auch bewegen können. Also hier, ne, da brauche ich ja hier ein bisschen Bewegungsfreiheit. Deswegen. Ja, krass, hätte ich nicht gedacht. Also es wird, wenn man es erhitzt, auch ein bisschen größer. Ja, und so lasse ich es jetzt einfach mal ein bisschen liegen. Bis es ungefähr diese Form hat. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange das jetzt braucht, bis das wieder abgekühlt ist und wieder fest wird. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, falls es zu lange dauert und ich es rausschneiden muss, weil ich nichts mehr zu erzählen habe, dann werde ich euch sagen, wie lange es gedauert hat. Aber ich finde, es wird schon ein bisschen, kriegt schon ein bisschen mehr, also es bleibt schon ein bisschen mehr in der Form, wo ich es hinpacke. Hier vorne an der Ecke ist es schon wieder relativ fest, also lässt sich gar nicht mehr so sehr verformen. Bleibt jetzt schon ziemlich gut so. Ja, und wenn ihr euch dann fragt, wie ich das dann später an meinem Arm festmachen will, ich bin noch nicht ganz sicher. Also entweder mache ich mir hier Löcher rein und mache dann Ösen rein und mache das mit einem Band dann zu, was ich eigentlich ganz schön finde, dass man es so drumherum bindet. Oder aber ich mache es mit dass ich hier solche Schnallen dran baue, solche Metall, also D-Bügel oder D, wie heißen die denn? Schnallen, sind das Schnallen? Nee. Also diese Teile, die man oft auch an Rucksäcken und so hat und die sehen aus wie ein D. Also an einer Seite gerade und dann eben so und das mit dem geraden Teil dann hier eben mit nochmal extra Wobbler dran festmache. Ich glaube, ich kann jetzt das auch schon rausnehmen hier. Ja, es sieht schon gut aus, seht ihr? Es bleibt jetzt tatsächlich auch schon so. Ja, und dann habe ich den ersten Teil quasi schon mal geschafft. Also das ist jetzt so hier das Grundgerüst. Und das bleibt auch so eigentlich schon auf dem Arm. Aber ich denke, wenn ich mich groß bewege, obwohl doch, es hält relativ. Aber wenn ich jetzt so mit einem Schwert oder so kämpfen würde, dann würde es natürlich nicht mehr halten. Dann rutscht es auch viel zu weit nach hinten. Das soll es natürlich nicht. Es soll schon hier bleiben. Deswegen werde ich wahrscheinlich Ösen und ein Bändchen machen und vielleicht auch gar nicht hier oben, sondern nur hier unten.
Also hier zwei Ösen jeweils hin und dann eben so ein Bändchen durch. Mal gucken. So, und jetzt werde ich mir mit meinen Resten, die ich hier habe, die werde ich mir gleich warm machen. Und aus dem einen werde ich mir so eine Rolle machen. Und dann werde ich mein Auge hier oben drauf machen. Werde mir das dann natürlich hier dran halten, dass es auch wirklich schön hier drauf ist. Und dann werde ich mir das hier so drauflegen. Und dann kommt da das Warbler dran. Und dadurch wird es dann fest. Aber ich kann eigentlich auch schon mal, wartet mal. Es wird bestimmt auch halten. Ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen Kleber. Zack, weil der Kleber, der eigentlich hält er ja auf so ziemlich allem. Und dann werde ich mir hier das Auge schon mal drauf fixieren. Der Kleber, der trocknet ja auch ziemlich schnell. So, dann habe ich das hier schon mal fixiert, oder? Wenn es denn da bleibt, wo es bleiben soll. Ja, ich weiß noch nicht, ob dieser Kleber mit dem Warbler funktioniert. Das gucken wir jetzt mal. Probieren geht über Studieren, ne? So, hat meine Oma schon immer gesagt und Omis haben immer recht. So ist das. Ja, ich glaube, das hält auf dem Warbler mit dem Kleber leider nicht so gut. Aber das macht alles nichts. Alles kein Problem. Übrigens finde ich es auch ziemlich cool, dass das hier diese Struktur behalten hat. Es macht so ein bisschen wie so Adern, seht ihr das? Sieht halt so ein bisschen aus, als wenn das so Adern wären. Also für mich sieht das wie gewollt aus. Ja, aber der Kleber scheint hier tatsächlich nicht zu halten. Oder er trocknet einfach zu langsam. Vielleicht hätte ich den Quick Dry nehmen sollen, statt nur den diesen hier, weil der scheint hier überhaupt nicht zu trocknen gerade. Ein bisschen antrocknen. Ja, wenn nicht, dann weiß ich jetzt durch den Kleber so ungefähr, wo es hin soll. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Wo packe ich das denn an die Seite? Dahin, glaube ich. So, ja. Da bleibt es einmal liegen. Und wie gesagt, das hier mache ich jetzt nochmal warm, damit ich das da drumherum befestigen kann. Und dann werde ich gucken, wo ich dieses Teil hinsetze. Das werde ich hier hinten irgendwo hinsetzen. Und da werde ich das genauso machen. Und da das ja anscheinend, wenn man es warm macht, sich vergrößert, werde ich vielleicht beide Sachen damit gleich festmachen können. Gucken wir mal. Ich habe mir gerade überlegt, das ist mir eigentlich zu breit hier. Ich möchte das schmaler haben. Deswegen werde ich das hier einmal in der Mitte mal durchschneiden. Ob das jetzt gerade gut funktioniert. An manchen Stellen ist es ja schon relativ weich. Das ist hier doch viel besser. Nur so ein dünnes Teilchen. Ja, also es wird tatsächlich wirklich sehr heiß mit der Zeit. Und ich habe gesehen, es gibt solche Hitzehandschuhe extra dafür in dem Shop. Also die gibt es ja auch von anderen Firmen und so. Und da werde ich dann mal gucken. Jetzt mal sehen, so ungefähr, welche Länge ich brauche. Einmal drum rumlegen. So circa, zack, so, das kann man jetzt schon so abziehen. Und jetzt ist es schon wieder fast zu kalt, um es zu verformen. Ja, jetzt ist es schon wieder zu fest. Also da muss man gut das Mittelmaß finden. Also ich glaube, wenn ich das jetzt für mich hier alleine machen würde, ohne euch, dann würde ich den Föhn einfach die ganze Zeit anlassen. Und halt immer gucken, auf diesem Ding will das will sich dann nicht rollen. Das rollt sich nur in den Händen. Und wenn man es hochnimmt, dann ist es irgendwie teilweise schon wieder fast zu fest. Also und am Anfang ist es echt heiß. Also es kühlt sich rucki-zucki wieder ab. Nee, bitte nicht. So, Mist. Ja, jetzt geht es hier einigermaßen. Wird schon langsam so eine Rolle. Das wird einfach so. Jetzt könnt ihr zwar gerade nichts mehr sehen, oder? Aber doch ein bisschen noch. Dann kannst du hier nicht so weg. Jetzt hier nicht so abhauen.
eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das ist ja vorher aus Versehen passiert, das hier so zusammen zu rollen. Ach, ja, da geht es mir noch mehr kaputt. Das war jetzt nicht der Plan. Jetzt muss ich mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch lange genug ist, dass ich es noch da drum kriege. Ich habe mir ja schon zweimal was abgerissen. Oh, es klebt jetzt. Nee, doch nicht. Ach, zu früh gefreut. Wollte gerade sagen, jetzt klebt es doch. Und so. Okay. Jetzt ist es wieder zu kalt. Ja, man muss da echt gut gucken, wie man das hinkriegt. So, am besten nehme ich es jetzt gleich direkt und packe es hier gleich drumherum. Ah, das wird so nichts, das ist zu dünn. Okay, super, die Mühe war umsonst. Und ich mache jetzt hier auch den Kleber mal ab, weil das scheint eh nicht zu halten. Probieren mit dem bisschen Kleberest, der jetzt da noch dran ist. So. Mal vielleicht auch einfach zu viel Kleber, das kann natürlich auch sein. Aber es scheint irgendwie nicht wirklich zu halten. Kann ich noch so oft probieren, es hält nicht. Und das war zu dünn, gut zu wissen. Ja. Wie gesagt, ne, es ist ja hier alles nur Testphase. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn solche Sachen passieren jetzt. Das andere war zu dünn, dann hätte ich es vielleicht doch so dick lassen sollen erstmal. Und ja, dann machen wir es eben nochmal mit einem dickeren Teil. Das bleibt jetzt mal liegen. So, wie ihr bemerkt habt, habe ich ja jetzt doch den Föhn dann laufen lassen, weil das ging dann wirklich am besten. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch drauf gekriegt. Man muss nur echt gucken, wenn man es dann dran hat, dann muss man das Ganze hier trotzdem nochmal wieder erwärmen, damit man das auch in Form bringt, also damit man es auch ein bisschen hoch kriegt und es wirklich richtig dran klebt an dem Unterteil. Und dann wird das hier natürlich wieder ein bisschen weich und dann muss man das eben wieder anlegen und achten, dass es in der Form bleibt. Sonst hat es aber eigentlich schon ganz gut jetzt funktioniert. Also es scheint jetzt auch zu halten. Ist natürlich noch nicht ganz fest. Hier ist noch ein bisschen Kleberrest. Aber ansonsten scheint es jetzt wirklich zu halten. Also ich glaube, das fällt jetzt nicht mehr raus. Nein, tut es nicht. Ja, und sieht schon echt auch gar nicht so ungeil aus, muss ich sagen. Und ich werde dann hier diesen Baum noch mit hinmachen wollen. Ganz gern wegen dem Grün, wie gesagt. Und ja, ich werde mal gucken. Ich denke, dass ich so ein paar von den Dingern versuche, hier irgendwie noch mit reinzuarbeiten. Wahrscheinlich nicht gleich so groß, sondern werde mir hier dann so kleine Dinge abmachen. Vielleicht auch so ein bisschen mit Weiß, so ein bisschen was abmachen und dann hier irgendwie so am Auge vielleicht noch mit dran kleben oder so. Muss mal gucken, wie ich das dann nachher noch mit dran mache. Also ich möchte es schon noch ein bisschen verzieren und ich will es jetzt nicht komplett voll haben, aber es soll schon ein bisschen auch dekoriert sein. Und ich habe gesagt, ich möchte hier noch so ein paar von den Steinchen. Da werde ich auch gleich mal gucken, dass ich mir mal so ein paar hier rausnehme. Ja, ein paar, nicht alle auf einmal, aber ein paar halt. Und ich kann ich eben wieder einige aussortieren. Die hier zum Beispiel, die sind mir erstens viel zu groß. Und dann auch, also die ganz großen, die können erstmal alle raus, weil die möchte ich alle nicht. Das wird mir, glaube ich, dann zu viel. Weil ich hier natürlich auch verschiedene Grüntöne habe.
wo ich dann mal echt überlegen kann. Aber hier sind zum Beispiel auch Löcher reingebohrt. Das finde ich ein bisschen doof bei den Dingern. Schade eigentlich, weil von der Farbe waren die toll. Weg damit. Ja, ja, am besten ich nehme hier auch wirklich dann einfach nur Lila und vielleicht so ein bisschen Rosé, wie es hier so ein bisschen außen auch mit drin ist. Also diese hier könnten gehen, aber die haben auch wieder Löcher. Ach, das ist doch doof, ne? Immer die, die mir gefallen, die haben Löcher. Hier sind welche, das hier wäre nicht schlecht. Das ist so einer ein bisschen größer. Hier, der hat leider wieder Löcher. Das ist noch ein Lila. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Vielleicht noch so ein Blau. Und die anderen kann ich schon wieder einpacken. Und ich glaube, ich werde mal hier den Kleber abfummeln. Und dann komme ich hier doch besser ran. So. Ach, das ist wieder an mehreren Seiten verklebt. Naja. Hier und hier einmal aufschneiden. Da ist es schon offen, okay. So, dann kann ich hier die Reste, hätte ich auch vorher machen können, ne? Wäre es vielleicht einfacher gewesen, aber na gut. Ja, wie gesagt, schade, schade, aber hier haben echt viele solche Löcher. Und andere passen halt einfach nicht in meine Farbe. Eigentlich auch ganz witzig ist das hier, weil es hat erstens auch wieder Löcher und zweitens wird es mir, glaube ich, auch einfach zu viel. Aber wartet mal, hier hatte ich gerade eine schöne Farbe. Da würde ich das dann gegen das Dunkle austauschen. Ja, irgendwie habe ich hier auch welche gesehen, die komplett klar waren. Die sahen nämlich auch total schick aus. Da muss ich einfach ein bisschen rumwühlen, aber es ärgert mich, dass die hier echt so viel... Ach, hier, die hier. Genau. So, die schimmern dann in bunt. Und ich denke, das reicht auch auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die festgeklebt kriege. Also da muss ich mal ausprobieren, ob das mit meinem Kleber hier irgendwie hält oder ob ich die jedes Mal so einwickeln muss. Ja, wenn ich jeden Stein so einzeln einwickeln muss, wird das natürlich heftig. Ich denke, ich werde eher probieren, so ein ganz kleines Stückchen von dem Warbler zu nehmen und ganz weich zu machen und dann eben damit drauf zu kleben. Das werde ich, glaube ich, probieren. Ja, hier, das wird jetzt hier auch bombenfest. Also ihr seht, ne, das ist hier jetzt echt total fest geworden wieder. Ja, da habe ich meine ganzen Reste. Und dann werde ich am besten diesen Rest hier nehmen für das. Das könnte vielleicht sogar reichen. Mal schauen. Ja, das hält jetzt hier auch. Das ist fest. Ist noch ganz bisschen weich und ein ganz bisschen noch beweglich, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr abgehen. Ja, und hier werde ich jetzt, oh, der ist schön, werde ich jetzt genauso wieder verfahren wie mit dem. Also ich werde jetzt hier die ganze Zeit föhnen und machen und ich lasse jetzt einfach die Musik laufen, weil das ist angenehmer, ne? So, diesmal habe ich es ein bisschen anders gemacht. Also erstmal habt ihr ja sicher gesehen, dass ich die Reste zusammengeklebt habe. Und dann habe ich das Warbler hier drumherum gemacht schon und habe es jetzt noch mal erhitzt und versuche jetzt das Ganze hier auf dem Unterteil festzumachen. Ich habe hier mir auch so eine kleine Spitze gemacht. So, und es lässt sich auch jetzt hier ganz gut kneten und vor allem habe ich jetzt nicht so sehr das Problem, dass das Unterteil so mit erwärmt wird und sich verformt. Das Problem, was ich jetzt aber habe, ist, dass die Glaskugel echt krass heiß wird. Also da muss man echt aufpassen. Ich glaube, das Problem ist nur, wenn man das mit Dings macht, na sag doch schnell, wenn man es ohne Handschuhe macht, dann lässt es sich natürlich wesentlich besser verarbeiten. Wenn man es mit Handschuhe macht, hat man, glaube ich, nicht so ein gutes Gefühl in den Fingern, wisst ihr? Was ich jetzt auch mal mehr hervorkramen werde, ist hier dieses Werkzeug.
ein bisschen davon, damit ich da mal so ein bisschen besser mit modellieren kann. Mache das jetzt immer nur so ein bisschen an einer Ecke und dann, ich möchte das gerne, dass sich das ein bisschen mehr miteinander verbindet, ne? Ich möchte das hier mein Plastik nicht haben, oder? Ja, scheint hier irgendwie Farbe oder so drauf zu sein. Ja, und da es auch nur geht, wenn es wirklich schön heiß ist. Also es soll nicht ganz so aufgesetzt aussehen. Das möchte ich hier jetzt ein bisschen mehr andrücken. Dazu muss ich natürlich doch das Unterteil jetzt erwärmen, aber gut. So, ich habe jetzt hier nochmal dieses Teil drunter gemacht. Ihr habt gesehen, ich habe es eben ganz kurz an meinen Arm, aber das ist mir zu gefährlich, das lasse ich lieber. Dann mache ich es lieber so. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, zum einen Teil ist es ein Vorteil, dass die Kugel sich so sehr erwärmt, weil dadurch, dass die Kugel heiß ist, bleibt das Wobbler auch einen Moment länger warm. Auf der anderen Seite dauert es natürlich auch länger, bis es sich abkühlt und die Gefahr, dass es aus der Form kommt, wo es sein soll, ist natürlich auch gegeben. Aber ich denke, so gefällt es mir jetzt ganz gut. Und mit dem Teil unten drunter, also mit meinem Muster hier, da funktioniert das dann gut, dass das da bleibt, wo es bleiben soll. So, und wenn die Glaskugel gleich kalt ist, dann ist auch das Urbler nicht mehr knetbar. So, auf der Seite hier. Auf der Seite gefällt es mir ein bisschen besser als auf der. Noch nicht ganz so schön verbunden wie auf der anderen Seite. Es sieht natürlich trotzdem aufgesetzt aus, aber das ist ja auch kein Problem. Also es soll jetzt nicht wirklich wie bei Fimo oder so, dass es wie ein Stück aussieht. So soll es jetzt nicht sein. Ich glaube, dafür müsste man es auch sehr weich machen, um das hinzubekommen. Aber das muss ja auch gar nicht. Es ist schon in Ordnung so. Hauptsache die Kugel fliegt nachher nicht raus. Nicht, dass ich jetzt hier zu viel runterdrücke und dann fliegt mir nachher die Caboture raus. Das wäre doof. Ja, so sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Der Grundstein ist schon mal gelegt, würde ich sagen. Finde ich schon ganz cool. Wenn das nachher dann noch zweifarbig angemalt ist, sieht es bestimmt auch besser aus. Ja, und jetzt muss ich mir nur was überlegen mit diesem Steinchen hier, weil ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen. Ich hatte das vorhin versucht, unten drunter ein Stückchen zu kleben. Das hat auch super funktioniert, aber da diese Kugel sowas von heiß geworden ist, dass man die gar nicht mehr aufheben konnte, also das hätte funktioniert, das hätte hier drunter geklebt, der Wobbler, und dann hätte ich es oben drauf kleben können. Gut wäre gewesen. Aber leider, leider, ja, funktioniert es jetzt so nicht, weil, wie gesagt, das Teil heiß wird und die Dinger hier, die werden bestimmt auch mega heiß werden. Das ist ja auch nur Plastik. Deswegen muss ich mal gucken. Also ich denke, ich werde das so machen, dass ich gucken werde, wie groß dieses Teil ist. Ich werde mir dann ein Stück Wobbler warm machen und werde das so groß machen, so eine große Fläche machen, wie ich da habe, und da werde ich den Stein dann einfach reindrücken und das dann wieder so heiß machen, dass ich es hier drauf kleben kann. Ich glaube, das ist so die beste Art, wie ich es machen kann. Ich wüsste sonst jetzt gerade keine andere. Ja, oder halt, wie gesagt, ein Stück Wobbler halt richtig heiß machen und dann drunter, aber dann sehen ja die Edelsteine auch so aufgesetzt aus. Das sieht dann auch nicht so schön aus. Und hier sind schon wieder Löcher drin. Mann, immer bei den schönsten sind die Löcher drin. Ist nicht schön. So, ich muss dann auch mal gucken. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das hier überhaupt anordnen möchte. Ja, zwei Farben nebeneinander sowieso nicht.
Sind zwei gleiche Farben, meine ich. Da muss dann sowieso eine andere Farbe irgendwie dazwischen. Das ist auch nicht ganz eben. Ich glaube, das Blaue lasse ich komplett weg. So. Ja, wie gesagt, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich müsste vielleicht auch noch mal gucken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, wie man, wie man hier was drauf klebt. Da muss es ja auch einen Kleber geben, der da drauf hält, wenn nicht sogar der Bastelkleber tatsächlich auch hält und ich noch nicht geduldig genug war. Das kann ja auch sein. Ja, aber als erste Grundidee finde ich es gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das Video hier ist jetzt auch schon ein bisschen länger geworden, da ich ja auch ziemlich viel erzähle. Ich möchte jetzt aber auch nicht beim ersten Mal ein Video machen, wo ich hier die ganzen Sachen mache und nebenbei aber nichts erkläre, da ich ja selber das alles für mich noch ausprobiere, wie funktioniert das mit dem Warbler überhaupt und wie ist der mit anderen Sachen zusammen und so weiter. Deswegen möchte ich euch das eigentlich schon zeigen und auch eben erklären nebenbei, was ich so mache und ob es funktioniert oder nicht. Deswegen glaube ich mache hier jetzt einmal so einen Cut und es gibt davon dann einfach einen zweiten Teil. Und da weiß ich noch nicht, ob ich dann wieder genauso viel erkläre oder dann wirklich mit Musik mitlaufen lasse und dann vielleicht am Ende noch mal kurz erkläre oder so. Da schaue ich mal. Ja, ich mache jetzt hier einen Cut und dann gibt es einen zweiten Teil davon. Okay, Leute, dann bis zum zweiten Teil.